Sehr gerne. Mein Name ist Patrick Bernhagen. Ich bin Professor für vergleichende Politikwissenschaft am Institut für Sozialwissenschaften und leite die Abteilung für politische Systeme und politische Soziologie im selben Institut an der Uni Stuttgart. Gute Frage. Also fangen wir vielleicht mit dem Begriff des Politischen an. Ja? Also wir haben ja politische Probleme, weil wir als Gesellschaft der Menschen irgendwelche Regeln brauchen, um die gemeinsamen Angelegenheiten zu regeln, die wir nicht persönlich, privat entscheiden können. Es gibt einen Bereich, in dem wir Dinge über den Markt entscheiden können. Ja, da bildet sich dann ein Preis heraus für etwas und wir kaufen oder verkaufen etwas. Aber es gibt halt auch einen großen Bereich des gesellschaftlichen Zusammenlebens, wo es nicht im Marktaustausch vermittelbare Regeln braucht, wo es Übereinkünfte, Vereinbarungen braucht, die letztendlich auch mit einer Art Autorität durchgesetzt werden. Und das ist Politik. Ja, niemand mag sie, aber wir kommen letztendlich wahrscheinlich ohne Politik auch nicht wirklich klar. Die Fragen der Politikwissenschaft beziehen sich darauf, welche Arten von Institutionen es uns am besten ermöglichen, diese gemeinsamen Regeln zu erstellen, möglichst viele Leute, die von diesen Regeln betroffen sind, in das Entstehen dieser Regeln einzubinden und aber auch eben danach zu fragen, wo denn die Probleme, von denen ich oder die ich gerade schon mal kurz angedeutet hatte, denn so herkommen. Ja, also letztendlich ist Politikwissenschaft die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage, welche Regeln geben wir uns und wer hat welchen Einfluss darauf, welche Regeln am Ende wirklich zustande kommen und auch durchgesetzt werden. Gibt es ja. Es gibt, wie fast immer in der Politikwissenschaft und wahrscheinlich auch in der Philosophie, mehr als nur eine. Es gibt tatsächlich zwei konkurrierende Contenders sozusagen dafür, was denn Demokratie wirklich bedeutet. Ja, ist ein daher nicht ganz unumstrittener Begriff. In der einen Version ist die Demokratie zu verstehen als ein System, in dem es einen Wettbewerb um die Position gibt, aus der heraus politische Macht ausgeübt werden kann. Ja, das korrespondiert auch ein bisschen mit dem Modell, das wir in der liberalen, pluralen Demokratie westlicher Spielart so kennen. Alle paar Jahre gibt es halbwegs faire, wettbewerbliche Wahlen. Die Parteien stürzen sich in den Wettbewerb und buhlen um die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn das dann vorbei ist, ist die Gesellschaft wieder aufgeteilt in politische Entscheider und alle anderen, sodass wir eine Elitenherrschaft haben. Die ist allerdings gewollt und dadurch legitimiert, dass man eben in die Elite hineinkommt, weil es vorher diesen fairen Wettbewerb gegeben hat und man erfolgreich die Unterstützung in der Regel einer Mehrheit der Leute, die nicht zur Elite zählen, errungen hat. Ja, das ist, wenn Sie wollen, fast ein bisschen ein zynisches, abgespecktes Demokratiemodell. Es gibt ein etwas reichhaltigeres, man könnte sagen romantischeres, das sich auf Jean-Jacques Rousseau, da sind wir schon wieder mitten in der Geschichte des politischen Denkens, zurückführen lässt, in dem unter Demokratie in einem fast schon radikalen Sinne die Identität von Herrschern und Beherrschten verstanden wird. Ja. Rousseau hat versucht, mit seinen demokratietheoretischen Überlegungen eine Antwort auf die Frage zu finden, wie es denn möglich sein kann, dass man als Mensch in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft mit anderen Menschen zusammenlebt und dennoch gleichzeitig nur sich selber gehorchen muss. Das ist natürlich ein Paradox, das kriegen wir so schnell nicht aufgelöst. Das weiß man, sobald man in einer Zweierbeziehung zum Beispiel ist und es Uneinigkeit darüber gibt, welcher Film im Kino gemeinsam angeguckt werden soll. Sobald sie komplexe Gesellschaften haben, wird es noch viel, viel schlimmer. Aber das normative Idealmodell, dass man eben in einer Gemeinschaft dennoch über sich selber bestimmen kann, haben wir letztendlich Rousseau zu verdanken. Das ist sozusagen die zweite, etwas stärker inspirierte, manche würden sagen etwas utopischere Sichtweise der Demokratie. In einem gewissen Sinne ja, aber im gewissen Sinne ist ja die Demokratie auch immer in Gefahr, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Ja, also vor dem Hintergrund der letzten
sagen wir einfach nur willkürlicherweise, 2000 Jahre Geschichte ist halt die Phase, in der wir demokratisch organisierte Staaten haben, in zurzeit circa 2/3 der Staaten der Welt, relativ kurz. Und es sind auch nur 2/3. Und vor 100 Jahren war das Verhältnis andersrum. Da, bis dahin waren jahrhundertelang autokratisch, diktatorisch von oben nach unten durchregierte Systeme einfach der Normalfall. Ja? Insofern ist Demokratie nichts, das von selber spontan einfach so entsteht. Und wie wir jetzt vielleicht zunehmend feststellen, auch nichts, das, wenn man es nicht gütlich pflegt, sich von selber automatisch gesund und fit und vital hält. Ja, und es gibt tatsächlich in letzter Zeit einige Herausforderungen. Ich möchte gar nicht wieder jetzt auf diese Probleme, die diese interessante Kombination von Marktwirtschaft und Demokratie mit sich bringt, die ich gerade angesprochen habe, zurückgehen. Aber die hängen damit natürlich auch zusammen. Es gibt Tendenzen, die zur Stärkung autoritärer Bewegungen und aus diesen autoritären Bewegungen hervorgehenden Parteien geführt haben, die sich einfach nicht von der Hand weisen lassen. Ich denke, dass Demokratien damit umgehen können, aber dass man natürlich ein bisschen sich schon ruhig Sorgen machen darf, wie stark diese Bewegungen und diese Parteien denn noch so werden könnten. Das repräsentative Modell der Demokratie geht ja davon aus, dass Politikerinnen und Politiker vor der Wahl mit Programmen antreten, Versprechungen machen, lieber Wähler, liebe Wählerinnen, wenn Sie uns wählen, dann machen wir XY, dann senken wir diesen Steuersatz oder erhöhen dieses Tempolimit etc. Und nach der Wahl, so erwartet man, werden diese Versprechen dann auch umgesetzt. Und wenn sie nicht umgesetzt werden, dann führen die enttäuschten Wähler entscheiden sich dann dazu, diese Politiker beim nächsten Mal nicht mehr zu wählen. Das ist so das ideale Playmobil-Modell der repräsentativen Demokratie. Weil die Welt aber deutlich komplexer ist, gibt es halt auch zum Beispiel unterlegene Minderheiten, die feststellen, dass einige von diesen angekündigten politischen Entscheidungen ihrer Klientel großen Schaden zufügen oder große Kosten bereiten. Das bedeutet, dass Verbände, Interessenorganisationen aller Art, Gewerkschaften, Umweltorganisationen und ganz zentral Unternehmerverbände, Industrie- und Branchenverbände sich eben auch zwischen den Wahlen an Politiker und Politikerinnen wenden und versuchen, ihre Ziele auf die politische Agenda zu setzen oder Dinge, die ihnen als bedrohlich oder kostspielig erscheinen, versuchen, in ihrer Entwicklung abzubremsen. Zweischneidig. Ja, insofern als, wenn ich da gerade nochmal eben darauf zurückverweisen darf, dieses ideale Modell der repräsentativen Demokratie, das Modell der Repräsentation, wonach Politiker Versprechen, die sie gemacht haben, die sie nur den Wählern und nicht den Lobbyisten gegenüber im Wahlkampf gemacht haben, ja auch eigentlich einhalten sollten, wäre es natürlich höchst problematisch, dann zu erleben, dass dann Lobbyisten, egal wie gut die Gründe sind, dann sozusagen zwischen reingrätschen und dieses demokratische Mandat dann unterwandern oder aus der Spur bringen. Ja? Andererseits ist es genau diese Art und Weise für organisierte politische Gruppen, die auch politisch schwächere Interessen ja durchaus vertreten können, in eine Position zu versetzen, zu intervenieren, wenn eine demokratische Mehrheit über ihre Ansprüche hinweg regieren will. Ja, Demokratie ist mehr oder weniger eindeutig die Herrschaft der Mehrheit oder einer Mehrheit zumindest. Minderheitenpositionen haben natürlich auch ein Anrecht darauf, Berücksichtigung zu finden. Und Lobbyismus ist letztendlich ja nicht nur die Interessenvertretung starker wirtschaftlicher Interessen, sondern ein sehr umfassendes Phänomen, was auch die Interessenvertretung von schwachen Interessen bedeuten kann.
Ich könnte mir vorstellen, wenn ich das jetzt sage, finden einige Leute das vielleicht komisch, aber man muss dabei im Auge behalten, dass Lobbyismus auch gleichzeitig immer ein aufgeladener Kampfbegriff ist, ja. In der Welt der Interessenvertretung, in der Lobbywelt sind Lobbyisten sind immer die anderen, ja. Aus der Sicht von Umweltverbänden wie Greenpeace oder dem BUND sind die Lobbyisten sind immer diese Industrievertreter, ja, die wichtige und notwendige Umweltgesetze verwässern wollen, um den Profit ihrer Mitglieder zu erhöhen. Aus der Sicht der Industrie sind diese Umweltaktivisten die Lobbyisten, ja, die für irgendwelche Buckelwale oder ideologischen Naturschützer gar nicht mehr im Blick haben, wie wichtig es denn ist, Arbeitsplätze bereitzustellen. Ja, also Lobbyisten, Kampfbegriff, sind immer nur die anderen. Und tatsächlich, wenn man das einmal akzeptiert hat, denke ich, dann kann man auch den Begriff von seinem Geschmäckle vielleicht, das kann man einfach ein bisschen ignorieren. Und dann sind sogar die Interessenvertreter von Gruppen, die sich beispielsweise als gesellschaftliche Minderheit für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensverhältnisse und gleichgeschlechtlicher Ehe letztendlich auch einsetzen, Lobbyisten. Ja, das sind Verbände, die dafür Protestaktionen organisieren oder Kampagnen starten und das in die Parteien hinein oder an die Parteien, an den Parteien vorbei ins das Anliegen ihrer Mitglieder ins politische System hineinfüttern. Gut, also der Punkt schon mal, der wäre mir wirklich sehr wichtig, ja, dass man sich darüber zumindest bewusst ist, dass es sich da um einen aufgeladenen Begriff handelt, ja, so ein bisschen analog zu Terrorist und Freiheitskämpfer oder so. One man's freedom fighter is another man's terrorist und umgekehrt. Dann denke ich, wäre es sehr wichtig, mit dem Faktum Frieden zu schließen, dass der Lobbyismus in einer pluralen, liberalen Demokratie überall ist, ja, also omnipräsent und zum System sozusagen dazugehört. Egal, wie man das bewertet, ob man das gerne hätte oder nicht, es gibt keine funktionierende liberale Demokratie auf der Welt und es hat auch noch nie eine gegeben, die vollkommen frei von Lobbyismus ist. Es ist also etwas, das kann man mögen oder nicht, genau wie man die Politik mögen kann oder nicht, aber es wird nicht einfach verschwinden. Und es hat neben der Minderheitenrepräsentation ja auch tatsächlich nützliche Wirkungen für das Funktionieren des politischen Systems. Ja, indem sich die Lobbyisten anstrengen, für ihre Mitglieder das Beste rauszuhandeln, beschießen sie ja wirklich politische Entscheider nach allen Kräften mit politischen interessanten Informationen. Das heißt, sie tragen dazu bei, dass der Informationsgehalt des politischen Betriebs erhöht wird. Der wird nicht zwingend verbessert, ja, aber er wird in jedem Fall erhöht, sodass mit etwas Cleverness und Weitsicht politische Entscheidungen durch politische Entscheiderinnen dann auch tatsächlich besser werden können, weil die Faktengrundlage sich etwas verstärkt. Ja, also daher vielleicht zusammenfassend, erstens, ohne Lobbyismus, also man kriegt den Lobbyismus nicht weg. Zweitens ist es aber auch wahrscheinlich gar nicht wünschenswert. Drittens, die Probleme, die angedeutet wurden und die in der Öffentlichkeit meiner Wahrnehmung nach eine sehr große Rolle spielen, dass Lobbyismus eine demokratieproblematische Angelegenheit ist, in der mächtige Interessen im Hinterzimmer mit Politikern Sachen ausklüngeln. Diesen Aspekt gibt es natürlich auch. Weil wir aber den Lobbyismus insgesamt nicht loswerden können, ist es umso wichtiger, diese Ungleichheiten im Lobbysystem, im Interessenvertretungssystem ausgleichen zu können oder zumindest eindämmen zu können. Und dafür wäre es wiederum sehr wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger Informationen darüber haben, wer Lobbyismus betreibt, zu welchem Zweck und in welchem Ausmaß. Das läuft letztendlich auf die Forderung nach einem Lobbyregister hinaus, wo es ja auch zurzeit Bemühungen zu gibt, so etwas durchzusetzen.